Als Heinz Hönig, 72, ins Dschungelcamp einzog, war das Erstaunen groß. Warum tut der ehemalige Leinwandstar sich die Strapazen an? Ich habe halt Bock drauf, tönte er. Das ist nur die halbe Wahrheit. Der knorrige Schauspieler will ein neues Leben beginnen. Denn er ging völlig pleite in die RTL-Show. Vor 3 Jahren machte Heinz Hönig Kassensturz. Das Ergebnis war ernüchternd, der Filmstar, der in seinen besten Zeiten über 7000 Euro pro Tag verdiente, war pleite. Ihn plagten über 150.000 Euro Schulden. Aus eigener Kraft kam er aus dem Schlamassel nicht mehr heraus. Letzter Ausweg, Privatinsolvenz. Doch von der Bankrotterklärung ließ sich der frisch gebackene Familienvater nicht runterziehen. Ich habe gelernt, in der Vergangenheit mit wenig auszukommen, so Hönig. Stattdessen genießt er das Familienleben mit seiner zweiten Frau Annika Kirsten Hönig, 38, und den süßen Söhnen Juliano, 3, und Gianni, 1. Ihre Liebe gibt ihm die nötige Kraft, um das Finanzdesaster zu überstehen. Im September 2023 wurde das Insolvenzverfahren aufgehoben und eine Restschuldbefreiung angekündigt. Die Dschungelgage, angeblich 200.000 Euro, kam Heinz Hönig also wie gerufen. Und Spaß hat's ihm ja auch gemacht.